ordentlich einstellen. Das ist die Nockenwelle. Schaffen wir. Ja. American Power! Hallo. Bevor es losgeht, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben John verkauft. Alle waren traurig. Dann haben wir in Texas Mustangs gesehen. Wir haben lange gesucht, eingekauft, abgeholt und auf einmal waren alle glücklich. Macht euch bereit, ein neuer Hengst ist in der Stadt. Ja, wir gucken jetzt das erste Mal drunter. Ja, das heißt, jetzt werden wir wirklich wissen, was wir gekauft haben. Ja, wir haben hier unseren Meister dabei, der wird gleich hier mal TÜV-Vorprüfung machen. Aber den ersten Fehler sehe ich schon. Warum die Stoßstange so runterhängt, das muss einfach wieder hier festgeschraubt werden. Dann ja, der ist auch nicht aufgesetzt oder so. Ich glaube, die sind richtig durch den Wald geschossen mit dem Teil. Ja. Warte mal, mein Mund ist so wie der Verbogene hier so. Ja, der ist schon ein bisschen verbogen. Aber neue Servo, wie du sagst, das ist schon mal sehr gut, weil die ist nicht billig. Weißt du, was mich ein bisschen ankotzt an dem Ding? Ja, Dass es Getriebe über Wasserkühler läuft. Ja, also erstmal finde ich gut, das ist neuer Starter. Neuer Starter oder relativ neuer Starter. Verkleidung von Dings fehlt. Der Motor muss auch schon mal draußen gewesen sein, weil die den komplett blau angemalt haben. Der Auspuff sieht witzig aus, dadurch, dass er V6 ist. Ja. Gibst du ein paar App? Was ist denn hier passiert? Ja, hier wurde, glaube ich, der Getriebelager. Das Getriebelager haben sie gefüllt mit Scheibenkleber. Ja, der Klassiker. Aber ich sag mal so, bis jetzt sehe ich noch, na gut, hier wurde so unfachmännisch Rost behoben. Das müssen wir auf jeden Fall abmachen, neu machen. Hier genauso. Mhm. Ja. Das heißt, das werden wir uns nochmal genau angucken müssen. Ich glaube, durch ist eigentlich nicht. Das müssen wir nochmal so schön abkitten. Ja, hier haben sie schön René popelt. Ja, also da werden wir ein bisschen was machen müssen. Aber es hält sich im Rahmen. Nicht so schlimm wie das Getriebe. Das C4-Getriebe hat einen krassen Vorteil. Das ist halt wirklich kurz. Also ist nicht groß. Genau. Gibt es auch Kits für, haben wir schon mit Dominik geguckt gehabt, die man auf 1000 PS bringen kann. Ja, da ist ein bisschen Spiel drin. Toleranz, Ami-Toleranz. Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein, das ist Zentrik. Können wir kurz mal die Tests von Mistbuster einblenden? Wenn die Dinger brechen, du fährst durch ein Schlagloch, die fällt runter, springen die Autos nicht so hoch. Das ist genau deswegen. Ja. Nein. Ja. Ich meine, eigentlich, wir müssen ja wirklich so ein Falling-Ding hier bauen, ne? Das haben wir ja jetzt gelernt von Paul. Dann Differential. Was, warte, komm mal ganz kurz her. Ja. Was ist das für eine Leitung da oben? Ach, Bremsleitung, okay. Ja. Das die rosten. Mhm. Die sind Rost. Ja, das ist Rost, laut Fachmännern von der deutschen Polizei. Schöne neue Kupferleitung, super. Dran fällt der Auspuff. Das hätte auch von uns sein können. Hier sowas rangetüdelt, hier ist das Rohr eigentlich größer als das. Rangetüdelt, reingekloppt, rangetüdelt. Ja, super. Machen wir neu. So macht man das. Zweitklassiger Schweißer, weil der macht Bünktchen. Ey, sieht gar nicht so scheiße aus. Siehst du? Oh, bitte zeig mal auch den Zustand der tollen Reifen an. Pünktchen hier am Start. Oh, ja, der ist super. Nee. Ja, hier sieht man schon so, was hier los ist. Ja. Also hiermit kannst du einen Burnout machen, die platzen einfach. Oh, ja. Wo denn? Dreh mal weiter. Wenn du anfängst, ist es, als wenn du auf dem Bordstein knabberst. Ja. Guck mal hier wird es immer schöner. Geht zu ihm, hat die platzen immer weiter auf. Ja. Also müssen wir den zum Laufen kriegen und die einfach kaputt burnen. Nein, das sind Sollbruchstellen. Ihr habt in dem anderen Video gesehen, dass der nicht anspringt. Sprich, der Vergaser wird hoffentlich nur versifft sein. Ich habe in Amerika neuen Filter und ein High-Grade-Dichtungskit und Düsenkit bestellt, sodass wir alles erneuern und nicht irgendwie mühsam durchputzen müssen. Lustige Anekdote nebenbei, ich habe bei Rock Auto bestellt, zur gleichen Zeit an einem Donnerstag bei Autodoc bestellt. Aus Amerika per UPS Express am Dienstag schon die Sachen gehabt, alles super abgewickelt, Kosten waren $17 Versand für die ganze Nummer. Autodoc hat mir erst heute geschrieben, dass sie die Sachen gepackt haben. Das werden ich warte zwei seit Wochen. 7 Werktagen, ja. Auf was, wo ich 7 Euro oder 6 Euro noch was Versand zahle. Ja. Ich habe noch keine E-Mail, dass es versandt wurde. Den Mustang magst du doch mittlerweile, oder? Ich habe mich so ein bisschen damit befasst. Ja. Und wenn man Gas gibt, kann ja cool sein.
Schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrung mit Autoversand, Autoteileversand ist. Ihr könnt auch Namen nennen. So, los geht's. Wir werden jetzt gleich hier filmen, wie wir erstmal den Vergaser ausbauen. Ganz lustig ist hier dieser, wie nennt man das, Kickdown-Override-Schalter. Das ist einfach nur so eine Stange. Wenn du dann Vollgas, hier ist der Seilzug, ne? Wenn du dann Vollgas gedrückt hast, hört mal genau hin, dann springt er wieder zurück. Das ist also Technik aus den 70ern. Ja, wir müssen es jetzt abbauen, das ganze Ding rausnehmen und dann stellen wir uns an einen Tisch und zerlegen den, gucken uns den an und hoffentlich am Ende des Videos springt er an, oder? Sehr schön. Sehr schön. Wundert euch nicht, unsere kleine Heizung läuft da, weil es hier einfach wirklich dolle kalt ist. Also ich fange an der Seite an. Wir müssen den Gaszug abmachen. Und das ist echt geil gelöst. Passt auf. Ich glaube, wenn du so richtig einen Ackerweg fährst, fällt der auch von alleine ab. Ja, das könnte passieren. Auf jeden Fall ist das schon mal auf der Seite ab. Ich gucke und ich muss jetzt nur noch zwei Schrauben hier abmachen. Und natürlich hier diese super Power. Ich glaube, das ist, dass er runterschaltet nochmal von... Ja, ja, genau. Ja, so Kickdown-mäßig, ja. Von oben. Im Endeffekt habt ihr hier die Vergasereinheit. Hier ist der Schwimmerbereich, nenne ich das mal. Und ich vermute mal, dass da quasi die Düse und Nadeln und wie das alles heißt, verdreckt ist. Aber das haben wir alles hier. Hier haben wir erstmal Ford Motorkraft. Das Ding haben wir schon mal neu, also quasi den Filter. Ja? Das ist da. Guck mal, wie schön verpackt. So, und hier haben wir einfach alles neu. Da ich ja ein alter Vergaserprofi bin, habe ich sofort erkannt, die Dichtung hier drin ist auf jeden Fall neu. Das heißt, jemand hat den schon mal zerlegt gehabt und seitdem ist er nicht gelaufen. Also die ist einfach viel zu neu, die Dichtung. Jetzt ist meine Vermutung, guck mal, wenn man sich das alles anguckt, der hat auch den Schwimmer getauscht. Der Schwimmer ist auch neu. Das heißt, meine Vermutung ist, vielleicht haben wir Glück und die haben übersehen, dass dieser Filter hier einfach nur verdreckt und versifft ist und dadurch kein Benzin in die Schwimmerkammer gekommen ist. Also bis hier war ja auf jeden Fall auch Sprit. Bis hier war Sprit, aber nicht weiter. Angesprungen ist er, wenn wir oben reingesprüht haben, aber Verbrauch wäre halt dolle. Das heißt, wir bauen jetzt den Filter ab, gucken, ob der Durchsatz hat oder nicht. Vielleicht müssen wir gar nicht die Packung aufmachen, dann haben wir halt Ersatz hier rumzuliegen. So, wir haben jetzt den Vergaser zerlegt, also leider hatten wir kein Glück gehabt, der Filter ist durchgängig. Trotzdem ist alles nicht nur drinnen trocken. Ich zoome mal hier rein. Wir haben jetzt den Schwimmer rausgenommen. Genau. Hier ist kein Benzin drin, also der ist nicht abgesoffen. Ja. Also der Schwimmer müsste funktionieren. Hier die, ich weiß gar nicht die genaue Bezeichnung, die Einflussdüse hier ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Weil hier kommt der Sprit rein in die Kammer. Ja. Aber was uns aufgefallen ist, die Kammer, nehmen wir hier den Spumpf hier. Voller Sand. Hier ist ein bisschen Sand drin. Wie man sieht, hier kann ich schon so drinnen schreiben quasi. Und hier unten ist richtig Dreck. Richtig dolle Dreck. Also werden wir jetzt auf jeden Fall hier unten die Kammer sauber machen und die Düsen hier, die hier rüber gehen, dann einmal sauber machen auch. Das wird alles sehr doll verdreckt sein. Philipp, alles zusammengebaut. Warum darfst du ihn jetzt nicht kippen? Weil ich schon die Schwimmerkammer vorgefüllt habe mit Benzin. Ja. Weil sonst würde es sehr, sehr lange dauern, bis der vorpumpt. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mal so. Ja, und Leute, verzeiht, wenn es jetzt ein bisschen dunkler sein sollte, falls ihr das überhaupt mitbekommt. Aber alle Akkus von unseren Lichtern sind alle. Es ist so kalt. So. So, haben wir den schon mal jetzt festziehen, alles wieder anklicken. Und dann versuchen wir zu starten, ne? Wir versuchen nicht, wir starten. Das ist eine geile Einstellung. So sieht's gut. Ich muss ja sprühen, ne? Sag wann? Hast du? Ja? Boah!
Wie eine 1! Ja, warte mal. Hast du die Fehlzündung gesehen? Gib mal nochmal! Jawoll! Mach mal Licht an. Na, den Hebel. Tritt mal Bremse. Okay, eine Seite geht nur. Mach mal Blinker. Rückwärtsgang geht. Mach mal Blinker. Blinker geht nicht. Jetzt geht Blinker. Also, Resümee. Ja, geil. Sprachlos. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erwartet, der wird sich so anhören, weil es halt so ein alter Sechszylinder ist oder sowas. Der hört sich schon gut an. Also, das macht Spaß. Können wir nochmal einblenden, was der kann? Hier so, nochmal kurz so. Ja, deswegen habe ich extra gefilmt. Ja, Philipp, zeig mal, wie ein richtiger Redneck ein Auto startet. Warte. Man hat ja nicht so die Stufen, man merkt das nicht so. Ja. Erstmal kurz vorpumpen. Ja, mit Flamme! Komm mal. Ja. Alter! Das ist mit Auspuff allem, Alter! Wir müssen den Auspuff einfach runter alles! Oh, meine Ohren. Und wir haben nicht mehr am Vergaser rumgespielt! Nee! Ich mag den immer mehr. Ja, ich sehe schon kommen. Ich mag den langsam immer mehr. Ja. Ey, läuft noch ein bisschen scheiße, den müssen wir ordentlich einstellen. Das ist die Nockenwelle. Schaffen Nocken. Ja. American Power! Aber er klingt halt nicht wie ein Sechszylinder, ne? Also wenn man so fährt, ich glaube, das klingt schon cool. Ey, das wird schon eine coole Fahrt mit dem. Auf jeden Fall. Schön über den Kuhdamm. Mit der Flamme. Ja. Ja, wir sind gleich im Knast. Ja. Hätte ich nicht ein bisschen Scheiße gebaut, das seht ihr dann im nächsten Video, könnten wir theoretisch schon die erste Probefahrt damit machen. Aber nichtsdestotrotz, nächste Video fahren wir damit eine Runde. Also wir müssen jetzt Ölwechsel machen, wir brauchen noch Blinker, wir müssen noch ein paar Teile abholen, dann ein bisschen sauber machen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bei diesem tollen Video von Race City. Und ihr kennt das Spiel, abonnieren, teilen und vor allem kommentieren. Denn so besiegen wir diesen bösen Algorithmus. Und falls du sagst, ey, das ist schon richtig cool, was wir hier machen, check unseren Internetshop ab. Da füttern wir gerade mit ständig neuen Sachen. Zum Beispiel kommen jetzt in den nächsten Tagen, mach mal rüber, da ist ein Muster, aber diese Poster von King of Kings, die Dinger könnt ihr schon vorbestellen. Die Vorbestellung geht noch die Woche und danach werden die produziert und die Leute, die welche ergattern, dann haben sie welche. Hab ich alles gesagt? Ja. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für die Hilfe, Philipp, heute. Hat es dir denn Spaß gemacht? Gib mal her, ja, hier. Ja, mega. Also so meine Autokurve war so scheiße. Und dazwischen gefällt er mir schon echt gut. Ja. Alleine wegen den schönen Füchsen, super. Mit sowas holt man mich ab, da kann der letzte Mülleimer fahren. Ja. Super. Wir sind simpel, aber glücklich. Ja, mega. Darum geht's auch. Autos müssen Spaß machen. Und ich hätte gedacht, wirklich, was du sagst, der Sechszylinder, dass der so ein bisschen lau klingt, aber der klingt geil. Ich weiß nicht, ob sowas auf dem Video so rüberkommt. Ja, also... Mit Klang hat man ja schon mal die ersten Punkte, wenn er dann irgendwann noch schnell ist, vielleicht mal. Ja. Dann hat man noch mehr Punkte. Dischek schreibt schon, ich höre mir, ich hab's auch gerade mitbekommen. Ja, er schreibt schon, er so... Der ist aufgeregt, der muss heute auf seine Tochter aufpassen. Ja. Der ist echt jetzt traurig, dass er nicht dabei war. Ich kenne ihn doch. Ich weiß, der sitzt zu Hause und bockt gerade so. Ja. Also, Leute. Ciao.